Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lageupdate hier aus dem Kreishaus Leer für Freitag, den 26. Juni 2020. Die gute Nachricht wieder vorweg, wir haben keinen neuen Fall dazu bekommen, somit bleibt die Gesamtzahl der Fälle bei 147 konstant. Als genesen sind eingestuft 140 Personen, als infiziert werden noch geführt 2 Personen und 5 Personen sind ja leider im Zuge der Pandemie verstorben. In Quarantäne befinden sich zurzeit 18 Personen. Das sind sehr erfreuliche Zahlen für unseren Landkreis, aber wir können anhand des Landkreises Gütersloh, aber auch Warendorf sehen, aber auch in Niedersachsen, dass das Virus wieder sofort zuschlagen kann. Darum meine Bitte, solange das Virus wirklich unter uns ist, müssen wir mit diesem Virus umgehen lernen. Das heißt, das alte Leben, wo wir nicht so viel Abstand gewahrt haben, können wir noch nicht wieder haben. Und wir brauchen einen Impfstoff, damit Covid-19 da gar ausgemacht werden kann. Insofern müssen wir mit Abstand leben, dort, wo Masken vorgeschrieben sind, bitte die Masken tragen, damit wir gut durch den Sommer kommen. Denn eins muss man festhalten, bei aller Kritik, dass jemand zu langsam oder zu schnell gehandelt hat, Deutschland ist bis jetzt sehr gut durch diese Krise gekommen, wie uns Bilder aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten zeigen. Und damit das so weitergeht, bitte ich Sie einfach darum, Verständnis zu haben und die Ratschläge, die ich gerade nochmal genannt habe, bitte befolgen. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Matthias Grote.